Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute ziemlich spät dran, was das Aufnehmen angeht. Ich hoffe, es rendert noch entsprechend durch. Jetzt habe ich wieder Probleme, die Karre hier anzuschmeißen. Was ist denn das jetzt? Läuft der jetzt? Ich höre den gar nicht. Jetzt läuft er. Yo! So! Ja, es regnet, wie ihr seht. Und, ja, Michael, ich habe den, diesen Taster auf jeden Fall, also für die Scheibenwischer auf jeden Fall eingestellt. Aber trotzdem funktioniert das Ganze so gut wie nie. Jetzt im Moment zum Beispiel wieder gar nicht, obwohl es regnet. Und er eigentlich automatisch angehen sollte, tut er es nicht. Naja, was will man machen? Ich habe uns eine Fracht rausgesucht und gesetzt dem Fall, dass ich hier den Ausgang finde. Bei diesem Dreckswetter könnte ich auch sagen, wo ich unsere Fracht habe. Ach, da ist das Loch. Gut. Die ist mal eben 5 Kilometer entfernt von hier. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wir sind im Multiplayer gefahren und dann wirklich straight ahead, einfach durch, ne? Ihr kennt mich. Werden wir demnächst vielleicht auch mal aufnehmen. Wir haben geplant mal so eine 4500 Kilometer Strecke. Und die dann in einem Stück hochzuladen. So. Ich weiß, was wir heute fahren, aber ich habe schon wieder vergessen, wie diese Trailer heißen. Nicht Tieflader. Hinterlader, Unterlader, irgendwie so. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich bin, ganz ehrlich, so vergesslich irgendwie und unkonzentriert. Überarbeitet. Burnout. Anders kann man es nicht nennen. Hatte ich euch erzählt, zur Radiologie war ich. So wie sich das anhörte oder las, haben sie im Kopf nichts gefunden. Also außer meinen... Ja, nix. Ja, ist ja gut. Meine Fresse. Ist jetzt Licht an? Warum ist das überhaupt ständig aus? Ey? Ganz ehrlich. Wollen wir mal gucken? Hier auf der 3? Ja, warum ist das ständig aus? Was soll das? Warum? Bitte, erklärt es mir. Nimm doch diesen Mist einfach raus, SCS. Das braucht kein Schwein, diesen Punkt. Ich meine, wenn ich so Zusatzbeleuchtung anbaue, dann möchte ich auch, dass die leuchten. Ist einfach so. Aber nach jeder Reparatur oder Änderung ist dieser Scheiß draus. Ich sehe den Sinn in diesem Menü nicht, was das Licht angeht. Hoppla. Oh, ich bin eben den Renault gefahren, jetzt so 2-3 Stunden. Der mit dem Loch in der Lenkung, so ungefähr. Es ist jetzt wieder so eine Umgewöhnung mit dem Scania hier. Und wir gucken mal, wie weit wir heute überhaupt kommen. Der fährt sich und der lenkt sich völlig anders, ey. Ich muss den mal ins andere Profil übernehmen. Da kommt was. Darf ich raus? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Ja. Und jetzt hier die Kreuzung versperren, ne? Das haben wir gerne. Alter. Ganz ehrlich, warum bleibt ihr dann nicht einfach stehen und lasst mich durch? Echt. Genauso intelligent wie die Realität. Im realen Leben würde auch kein Mensch auf die Idee kommen, dich durchzulassen. Wie fahre ich eigentlich, Himmeldonnerwetter? So, wo ist denn... Achso, hier kommen wir durch, okay. Da war auch eine Waschküche hier, guckt euch das mal an. Du siehst überhaupt nichts. Oma.
Wo sind wir hier überhaupt? Da ist der Ladetrigger. So, ach, hier steht der Hubschrauber auch. Ich möchte aber hier diesen Hinterlader, hätte ich bald gesagt. Oh, schade, ist weg. Ja, dann fahren wir den. Da habe ich wohl den Auftrag zu lange auf Standby gelassen. Schade. Ja, dann fahren wir den Hubschrauber. Ist auch okay. Auch eine schöne Fracht. Da machen wir dann auch unsere Latüchten, unsere Rundum-Latüchten an. Ich hoffe, dass ich den Knopf noch gefunden habe. Welcher ist da? War das überhaupt? So, okay. Die ganzen Buttons. Okay. Da sind sie. So. Ja, wie gesagt, ich hätte das Ding gerne gefahren, aber ist weg, hat uns einer weggeschnappt. Dann fahren wir den Hubschrauber. Das schöne Ding hier. Gucken, wann wir den auf die Seite gelegt haben. Donnerwetter, als wenn du besoffen bist, ey, ganz ehrlich. So ungewohnt, wenn du wirklich 2-3 Stunden was anders gefahren bist, wo die Lenkung nicht so wirklich richtig funktioniert hat. Jetzt hast du hier ein LKW, wo alles passt irgendwie. Hat das Ding eigentlich eine Rundumleuchte? Der hat nicht mal eine. Lasst mich bloß nicht raus, ey. Könnt ihr euch einen Zacken aus der nicht vorhandenen Krone brechen. Ja, genau, hatte ich schon gesagt. 1,46, gehe ich mal von aus, steht in den Startlöchern, wird sehr wahrscheinlich kommen nach Abschluss des Events am 25. September. Nämlich die Frachten zur Hannover Messe Internationale Automobilausstellung. Und 1,46 wird, was so für Neuerungen kommen, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber was auf jeden Fall wohl da drin sein wird, weil SCS schon fleißig Werbung dafür macht, ist die Umgestaltung des nächsten Landes hier im Euro Truck Simulator. Und das wird die Schweiz sein. Also wir bekommen eine neue Schweiz, schön überarbeitet. So wie Hannover, so wie ja, Deutschland insgesamt nochmal, so wie Österreich. Was haben wir noch umgebaut? Frankreich wurde ja nochmal überarbeitet. Ja, ich glaube. Nicht so in diese Richtung. Da wird schon, ja, da wird schon das eine oder andere kommen. Nienburg, Weser, Neustadt am Rübenberge gab es, Alter. Das ist so alte Heimat. Das kennt man alles, ne? Hannover, Seelze, Letter. Ach ja. So. Aber wir fahren jetzt, glaube ich, nach Hamburg. Und Hamburg wird sein Wahrzeichen, die Kühlbrandbrücke, wohl verlieren. Es ist wohl so, dass die den... dass die saniert werden müsste, was aber wohl zu teuer ist, dass die den aktuellen Verkehr in der Form wohl nicht mehr packt, weil das immer mehr wird. Und alles in allem, dass die neuen großen Containerschiffe da nicht mehr durchpassen. Naja, wenn man das sieht, ist es, ganz ehrlich, es ist Wahnsinn, was da auf den Ozeanen herumschwimmt. Und... also ich wäre fast schon an dem Punkt, was ich sage, Mensch, Leute, mal wieder one step back, so ein bisschen entschleunigen das Ganze. Es ist, ja, was soll ich sagen?
Auf mich hört sowieso keiner. Wir werden diese Tour auf jeden Fall zu Ende fahren. Nee, das ist natürlich auch auf der anderen Seite ein riesen Wahrzeichen, nicht? Also ich denke mal, ja, manche sagen, wohl, wenn die das nicht mehr machen, muss die halt weggerissen werden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist auch ein Stück Wahrzeichen. Und jetzt in so einer Stadt wohnst, ich glaube, in Berlin wäre es das gleiche, als würde man jetzt sagen, der Fernsehturm wird abgerissen. Es gehört dazu einfach. Hamburg, Kühlbrandbrücke, das Ding ist so wichtig wie der Michel. Ne? Aber gut, auf der anderen Seite, klar, wenn die Verkehrsplaner sagen, ja, das geht nicht. Das können wir nicht stehen lassen. Überlegt, was auf so einem Containerschiff drauf geht. Das ist schon irre. Ja, und wir haben eine Umleitung. Also hier werden wir definitiv nicht durchkommen. Das ist ganz toll. Dadurch haben wir wieder Kilometer mehr. Mit anderen Worten, wir werden diese Fracht in dieser Folge definitiv nicht schaffen, auch wenn wir es vorgehabt haben. Das Thema hat sich gerade erledigt. Fahren wir Richtung Rennau. Wo ist das denn? Das haben wir noch nie gehört. Wenn man jetzt wüsste, wie gut das Straßennetz ausgebaut ist, dann würde man jetzt hier einfach runterfahren, ne? Ich habe wieder so ein bisschen Leck, was aber auch damit zu tun haben mag, dass... Ja, wie soll ich sagen? Dass wir eben schon ein paar Stündchen hier gespielt haben. Ich nenne das immer so Kaugummi oder Bungee-Lag. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren da vorne auf den Rasthof. Da werden wir diese Folge dann ausklingen lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über Abos, über Däumchen, über Kommentare, was auch immer. Passt auch im Übrigen ganz gut hier. Dann können wir das hier auch so ein bisschen abfrühstücken, was hier Sache ist. Auch viele graue Linien. Da werde ich mit euch gleich gerade noch noch Folgendes machen. So, und zwar, pass auf. Also hier hinten geht's raus. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Nee, doch nicht. Passt alles. So, pass auf. Wir stellen uns mal einmal flott hier neben. Wir satteln den mal eben ab. Jetzt böse Sachen. Ihr wisst, was kommt, ne? Die Minute nehmen wir uns noch kurz. So. Bis jetzt alles ganz jod Handy habe, wa? Ja, ich weiß, kostet 100 Euro. Mach mal weg, dass ich weiß, wo ich gewesen bin. Was heißt hier Unfall verursacht? Der hat doch gesehen, dass ich hier fahre. Warum bleibt denn der Penner nicht stehen? Echt, ey. Aber ich habe immer den Unfall verursacht, ne? Man kann es mir mal jetzt... Ach so. Ach, guck.
guck mal an. Das wusste ich jetzt. Noch nie drauf geachtet. Wir hätten uns natürlich, um da hinten, ohne da hinten jetzt rumfahren zu müssen, auch einfach mal prompt hier hinstellen können. Gar nicht so weit weg müssen. Okay, guck. Siehst du. Ja, witzig. So, dann fahren wir hier rum. Guck mal, er kann anhalten. Na, der sieht, dass wir kommen. Bleibt hier schön stehen, weil er Angst hat. Kommen wir hier rum. Irgendwas hat dir gequietscht oder quietscht dir. So. War Schluss mit der Odyssee hier. Oh. Ja. Wir fahren jetzt wieder zu unserem Trailer. Satteln den an. Und wie gesagt, ihr wisst, warum ich diese Irrfahrten mache. Es geht halt einfach darum, das Ganze hier so ein bisschen fertigzustellen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Sagte ich schon. Und bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.